Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Und diesmal geht's weiter mit Snake in Java Swing. Letztes Mal haben wir ja hier die ganzen Bewegungen gemacht, die die Schlange machen kann. Wir haben hier geguckt, ob sie stirbt. Und wir haben den Apfel gespawnt, beziehungsweise auch gecheckt, ob sie ihn frisst. Und ja, dieses Mal wollen wir uns dem Grafikteil widmen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar noch für den Keylistener reicht, also da, wo die Tastatureingaben herkommen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Gut. Also, als allererstes mal der Grafikteil. Hier wollen wir natürlich noch. Ah, okay, Update gibt's schon. Create Method Update, aber nicht mit diesen Parametern. Ha. So. Okay. Gut, dann fangen wir an. Diese Update-Methode sollte eigentlich gar nicht Update heißen. Die sollte es nämlich tatsächlich schon geben. Die sollte eigentlich Repaint heißen. So, ja, genau, das habe ich gesucht. Okay. Was wir jetzt hiermit machen, ist eigentlich bloß, wir sagen der Komponente, also wir haben ja hier in unserer, genau hier, haben wir JPanel inkludiert und die hat eine Methode Repaint, die ruft einfach ein paar Methoden auf, die dann eben das Ganze wieder zeichnen. Und diese Methoden müssen wir jetzt noch hier irgendwo reinschreiben. Ich packe sie einfach mal ganz nach unten. So. Ja, also als allererstes mal brauchen wir hier Public Void Paint Component. Paint Component. Okay. Und die nimmt eine Graphics G. Graphics solltest du durchaus kennen, mein Freund. So, und das Ganze hier wird natürlich. Was ist dein Problem hier? Ach, ich habe hier tatsächlich wieder mal Snake X und Snake Y vergessen. So. Hier habe ich tatsächlich auch Z geschrieben anstatt I. Ihr seht, ich muss immer noch ein bisschen Bugfixen, aber ich möchte auch, dass ihr das Bugfixen seht. Ja. So. Also hier brauchen wir natürlich noch ein Add-Override dazu, weil wir die Methode von JPanel, die wir hier oben inkludiert haben oder extended haben, überschreiben wollen. Aber wir wollen ihn ja nicht überschreiben, wir wollen ihn ja sozusagen erweitern. Wir wollen ja hier erstmal Super.PaintComponent haben und da genau dieses G wieder eingeben. Das bedeutet, wir machen genau das, was unsere Methode davor gemacht hat, also was uns vorgegeben wurde. Aber wir wollen auch noch selbst was machen. Und das Selbstmachen kommt jetzt eben hier rein. Und hier sagen wir, okay, wenn das Spiel gerade läuft, also if running gleich true, das kann man sich aber sparen, dass hier eh ein Boolean ist. Ja, wenn das Spiel gerade läuft, dann brauchen wir G. So, und dann wollen wir das Bild zeichnen von allen Sachen. Also wir wollen als allererstes mal den Apfel zeichnen. Draw Image. Ich nehme einfach mal das hier. Na, das sind zu viele, das sind definitiv zu viele. Ihr erinnert euch an unser Bild Apfel. Das wollen wir hier als allerersten Parameter eingeben. Dann wollen wir die X-Koordinate haben. Nein, die X-Koordinate sagte ich. Und hier wollen wir die Y-Koordinate haben. Und wir wollen, den Rest brauchen wir gar nicht. Wir wollen hier einfach nur das nehmen. So. Was das macht, ist, es zeichnet uns den Apfel, das Bild des Apfels, um genau zu sein, an die X-Koordinate, an die Y-Koordinate in dieses JPanel rein. Okay, das war's schon. Relativ easy, oder? Dann sagen wir noch, wir wollen die ganzen Schwänze von unserer Schlange zeichnen. Also Schwänze im Plural, weil es halt jedes Ding einzelner Dot ist, sozusagen. Einzelner schwarzer Bobble. Und deswegen fangen wir hier einfach mal an. Ach so, nee, wir wollen ja gar nicht bei 0 anfangen, wir wollen bei 1 anfangen. Und sagen hier, okay, i ist kleiner als die Anzahl an Tail Amount, die wir hier haben. Und wir gehen 1 höher. So. Okay. Und ja, dann wollen wir hier natürlich auch wieder Draw Image aufrufen. Diesmal versuche ich das irgendwie. Na, ich werde wahrscheinlich nicht die passende Funktion finden. Wir wollen hier das Tail zeichnen. Wir wollen es an der Stelle
Naja, was ist unsere x-Stelle? Das ist Snake x an der Stelle i. Echt jetzt? Und Snake y an der Stelle i. Und wir wollen es natürlich wieder genau da reinzeichnen, wo wir jetzt auch gerade sind. So. Und dann brauchen wir nur noch den Kopf. Der Kopf ist das allerletzte. Das heißt, wir sagen hier nochmal g.drawImage. Warum ist eigentlich der Kopf das letzte? Und wir wollen hier den Head reinpacken. Und zwar an die Stelle von Snake x0 und Snake y0. Weil der Kopf ist ja auch in unserem Array drin. Aber er ist gleich an der ersten Stelle, das wissen wir ja. So haben wir unser Array erstellt hier. Gut. Und das war's eigentlich auch schon, was wir hier zeichnen wollen. Wir wollen hier jetzt allerdings noch reinmachen. Toolkit.getDefaultToolkit.sync. Was das macht, das ist einfach dazu da, dass alles richtig gezeichnet wird. Ja. So, wenn wir jetzt nicht mehr im Spiel sind, was wollen wir dann machen? Naja, dann geben wir hier in unseren Else-Teil rein und sagen einfach, okay, wir erstellen uns eine Nachricht mit Game Over. Wo wollen wir das machen? Das schauen wir mal, wo wir die hinpacken. Und ja, dazu brauchen wir als allererstes mal, weil wir hier in Graphics arbeiten, brauchen wir eine Schriftart, Font, die ich wahrscheinlich noch importieren darf. Ja, richtig. Gut. Font F nenne ich sie einfach mal. Und zwar eine New Font. Und jetzt sehen wir hier, was wir hier machen, ist, wir sagen String, Integer, Integer. Und der String hier ist der Name der Font. Ich nehme es einfach mal Calibri. Der zweite Parameter ist hier, wie dick es sein soll. Da kann man hier auf die Font-Punkt, also auf die Dinger hier zugreifen. Ich nehme jetzt hier einfach mal Bold. Also das ist einfach kodiert dann. Und das letzte ist die Schriftgröße. Hier nehme ich einfach mal 16. Und das soll bitte nur ein Semikolon sein. So. Dann brauchen wir noch sogenannte Font-Metrics. So. Und diese Metrics sind einfach getFontMetrics von einer gewissen Font F, die wir uns gerade erstellt haben. So, und dann müssen wir die Font natürlich noch zeichnen. Also wir sagen hier g.setFont auf F und g.drawString hier, so. Ja, was wir hier rein haben wollen, das ist der String, also game over, you died, noob. Und dann brauchen wir hier die x-Koordinate. Logischerweise, die können wir uns nicht einfach so errechnen. Wir sagen hier width minus, naja gut, okay. Wir brauchen hier die Breite unserer Schrift. Und die kriegen wir eben über diese Font-Metrics raus, deswegen brauchen wir die. Nämlich über String width. Da kriegen wir nämlich tatsächlich die Breite raus. Jetzt müssen wir hier allerdings nochmal eingeben. Game over, you died, noob. Das hätten wir uns vielleicht noch vorher in String speichern können. So, ups, ohne Paragraph bitte. So, und das zweite ist die Y-Koordinate. Da wollen wir es ganz einfach machen. Wir wollen uns einfach die Höhe nehmen und sie durch 2 teilen. Was wir dann bekommen, ist nämlich genau die Mitte. So, und das war's auch schon wieder. Jetzt kann man das ganze Ding aber noch nicht lesen. Warum kann man es nicht lesen? Naja, weil der Hintergrund von unserem Dings noch auf dunkelgrau ist und wir höchstwahrscheinlich eine schwarze Font haben. Das heißt, wir setzen uns hier die Color auf, sagen wir mal, Color. Lasst uns was Schönes finden. Was kann man denn hier Schönes nehmen? Light Gray.
Wir hatten dunkelgrau, jetzt haben wir hellgrau. So. Und, oh, jetzt sind wir schon wieder bei 10 Minuten Video. Jetzt ist das, jetzt ist der Grafikteil hier fertig. Diesmal haben wir nicht so viel geschafft. Aber wir haben das Ganze gezeichnet. So, nächstes Mal mache ich mit euch den Abschluss, nämlich den Key Listener, und dann spielen wir eine Runde Snake. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und liken, abonnieren und Kommentare ist natürlich immer cool. Ansonsten hören wir uns dann. Bis dann, ciao, ciao.